von MyQQ.tv. Heute seid ihr dabei, wie wir Mais häckseln. Hier im Hintergrund seht ihr den Häcksler und den Zwischenwagen. Wir haben schon ein Fuder voll, das Feld ist hier auch gleich abgeerntet. Der Häcksler häckselt die ganze Pflanze, die ihr da sehen könnt, klein. Das Wichtigste an der Maispflanze ist der Kolben. Denn in diesem Kolben steckt viel Energie, woraus unsere Kühe dann hervorragende Milch produzieren. Wir schauen gleich noch zum Silo, wo wir den Haufen haben. So, wir sind jetzt am Haufen. Hier können wir uns das Häckselergebnis angucken. Hier können wir sehen, dass der Häcksler gut gearbeitet hat. Es ist alles sehr fein gehäckselt. Wichtig dabei ist, dass jedes Maiskorn klein gehäckselt ist und kaum wiederzuerkennen ist. Hier sieht man, wie die Maiskörner alle angeschlagen sind. Denn das ist sehr wichtig bei der Maissilage, damit die Kühe die ganze Energie aus der Maissilage ziehen können. Hier seht ihr noch, wie die Schlepper den Maishaufen verdichten, damit keine Lufteinschlüsse drin sind. Und so werden auch Fehlgärungen vermieden und die wir nicht haben wollen in unserer Silage. Die Schlepper walzen hier noch einige Zeit und dann werden wir noch einige Stunden zubringen müssen, um den Silo luftdicht zu verschließen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Helge. Tschüss!